Tag auch. Sonntagnachmittag oder Mittag Videodrehzeit. Und wenn ich jetzt nicht mir fest vorgenommen hätte, mindestens zwei Videos zu drehen, wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch in meinem Pyjama auf dem Sofa. Ja. Ich habe, glaube ich, 2 Wochen kein Video gedreht, weil ich einfach fürchterlich erkältet war und ja, meine Stimme nicht so wollte wie ich und ich ständig am Husten war und das war doof. Und deswegen habt ihr die Videos, die ihr gesehen hattet, die waren alle schon vorgedreht. Heute wollte ich erstmal erzählen von einem Seminar, sage ich jetzt mal. Die mir auf Instagram und Twitter folgen, die haben das schon gesehen. Und zwar hatten wir hier in Osnabrück einen Mac-Technik, heißt das. So wird es geschrieben. Und ich bin eingeladen worden, daran teilzunehmen. Und da ich so viele Fragen, beziehungsweise ja nicht so viele, aber da ich einige Fragen bekommen habe auf Instagram, habe ich gedacht, mache ich ein kurzes Video drüber und sage euch kurz, wie es abgelaufen ist, was man da so macht. Und ja. Ja, wie gesagt, ich bin eingeladen worden. Eingeladen worden heißt nicht, dass ich dafür nichts bezahlen musste oder so, sondern ja, die haben mich halt gefragt, ob ich Lust habe, daran teilzunehmen. Ich habe gesagt, natürlich möchte ich das. Und ja, hallo Julia erstmal. War schön, dich live kennenzulernen. Und ja, wir haben uns da unten erstmal am Counter getroffen. Wir haben ja in Osnabrück keinen Mac-Store, sondern einen Counter im Douglas. Haben erstmal auf alle gewartet und sind dann nach oben gefahren in die, wie heißt denn das, Beauty Spa Lounge, keine Ahnung. Hatten einen Raum für uns und dort wartet schon ganz viele der, ich sag jetzt mal Make-up-Artists und dann war noch ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ich weiß nicht, wie er sich nennt, der ist auf jeden Fall Markus und macht das wohl immer, diese Mac-Technik-Geschichten und war wohl auch schon mal bei Shopping Queen zu sehen. Ich persönlich habe ihn da noch nicht gesehen, aber wer ihn gesehen hat, schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich immer interessieren. Ja, wir haben uns erstmal alle hingesetzt. Ich kann ja mal versuchen, die Links von den Fotos, die ich gemacht hatte über Instagram, in die Infobox zu posten. Da war alles schön vorbereitet, die Produkte lagen auf dem Tisch. Wir haben alle so eine Mappe bekommen, also das ist eine Mappe. Und dann ist hier einmal ein Bleistift drin. Yeah, ich habe einen Mac-Bleistift. Und dann haben wir hier eine kurze Einführung und dann haben wir ganz viele Notizzettel. Oh, Moment. Wo man sich alles aufschreiben kann, was man möchte. Dann haben wir Wunschlisten, wo man sich alles aufschreiben kann, was man dann anschließend eventuell noch kaufen möchte. Dann sind hier drin Facecharts zum Bemalen. Allerdings war ich so damit beschäftigt, zuzuhören, zuzugucken, aufzupassen, alles in mich aufzunehmen und dann anschließend auch selber nachzuschminken, dass ich da wenig mitgemacht habe. Ja. Das Thema war Nude Look auf dem roten Teppich. Es war ein wunderhübsches Model da, Carola hieß sie, glaube ich, und Markus hat dann an diesem Model vorgeschminkt, alles erklärt, warum er das tut, was er tut. Und wir mussten dann anschließend das Ganze nachmachen, das heißt erstmal abschminken. Ich weiß noch, dass er erzählt hat, dass der Look so in die Richtung Heidi Klum gehen soll, mit schönen wachem Blick, geöffneten Augen, schön alles frisch und lebendig. Und er hat zum Beispiel verwendet, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den habe ich dann auch anschließend gekauft. Den Prep and Prime Radiant Rose. Das ist ein Highlighter für den, zum Beispiel, man kann ihn im ganzen Gesicht verwenden, aber hauptsächlich hat er den benutzt unter den Augen. Das ist so ein rosafarbener. Es gibt auch noch andere Töne. Den habe ich jetzt heute auch unter den Augen benutzt, aber trotzdem finde ich, jetzt gerade, wenn ich mich hier angucke, finde ich, sehe ziemlich verpennt aus heute. Aber das mag daran liegen, dass ich einfach nicht schlafen kann wegen des blöden Hustens. Ja, der wurde dann halt unter die Augen gegeben. Dann wurde die neue Mineralize Foundation verwendet, um einen schönen Glow zu erzielen. Und ja, das Ganze war halt schön auf Highlight und wacher Blick und so. Und wie so frisch aus dem Urlaub sollte sie aussehen.
Ich weiß noch, dass wir verwendet haben die Lidschattenfarben Honeylust und Embark. Ich habe beide Farben nicht hier, weil ich persönlich finde, dass sie mir eigentlich zu warm sind. Es sah letztendlich ganz schön aus, aber Honeylust ist auch ein Lusterfinish und das krümelt mir immer zu sehr, deswegen mag ich die nicht so gerne. Aber mal sehen. Ja, das Nachschminken war sehr lustig. Die Mädels und Jungs, Angelo war auch da, Angelo ist einer der Herren, die dort am Counter arbeiten, standen uns mit Rat und Tat zur Seite. Wir waren eigentlich eine ganz lustige Runde. Ja, wir mussten auch, jetzt fällt mir, wo sind die denn? Wir mussten auch, was heißt wir mussten, wir konnten oder durften auch Wimpern ankleben. Ich weiß gerade nicht, wo ich die hingeschmissen habe. Keine Ahnung, das waren die 33er Wimpern, glaube ich, von MAC, die wir dann auch anschließend mitnehmen durften, beziehungsweise wir mussten sie, wenn wir sie benutzt hatten, mussten wir sie natürlich auch bezahlen. Ach ja, zum Thema bezahlen, das Ganze kostet 50 Euro, geht 2 Stunden und wenn man anschließend Produkte kauft, dann wird das verrechnet mit dem wahren Wert. Das heißt, wenn ihr Produkte für über 50 Euro kauft, dann müsst ihr diese 50 Euro halt nicht nochmal zusätzlich bezahlen. Ich habe für über 50 Euro eingekauft, aber naja, ich habe eh immer irgendwelche Sachen auf meiner Wunschliste stehen, deswegen fand ich das völlig okay. Mitgenommen habe ich anschließend noch den Pro Longwear Concealer, den Markus höchstpersönlich an mir auch nochmal angewendet hat. Ich habe die Nummer NW20 mitgenommen, heute auch benutzt. Also ich habe erst den so ein bisschen aufgetupft, da wo es ganz dunkel ist, also hier ziemlich im inneren Bereich. Und dann den Pro Longwear Concealer drüber. Und wie könnte es anders sein? Ich habe einen Pinsel mitgenommen. Der stand aber auch schon länger auf meiner Wunschliste. Das ist der MAC 116er. Das ist der etwas kleinere Rouge Pinsel. Und den wollte ich, wie gesagt, schon ein bisschen länger. Die Preise weiß ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Ich meine, dass der Pinsel sitzt ihr. Ich meine, der kostet 40 Euro. Ja, es ist ein ganz schöner Batzen, aber ich wollte ihn jetzt schon so lange haben. Und ich habe ja auch noch Gutscheine von meinem Geburtstag gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann nimmst du den jetzt mit. Der Concealer liegt bei 19,50 Euro. Ich weiß aber, damit man das. Dass man damit unheimlich lange auskommt, weil man davon so unheimlich wenig braucht. Man muss nur aufpassen mit dem, falls ihr den noch nicht habt und den kaufen möchtet, man muss unheimlich aufpassen mit dem Pump. Der hat so einen Pumpspender. Da kommt meistens, ich habe vorhin Glück gehabt, da kommt aber meistens viel zu viel raus. Muss man ganz, ganz vorsichtig drücken. Und der Prep and Prime, das weiß ich nicht mehr genau. Ich meine, der lag auch bei um die 20 Euro. Wie gesagt, das ist jetzt Radiant Rose. Es gibt aber noch 2 andere, die müsst ihr dann mal schauen, dass das zu eurem Hautton passt. Hörst du auf, da rumzuräumen? Ja, ich hoffe, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wie gesagt, ich fand es sehr schön und sehr lustig. Und ich finde es immer total interessant, was man da so mitkriegt und eventuell noch Neues lernt. Und es war sehr informativ. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, auch wenn es nicht gerade günstig ist. Aber da man ja, wie gesagt, ich habe immer irgendwas auf meiner Wunschliste stehen. Von daher finde ich das jetzt nicht tragisch. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich antworte immer gerne. Ich liebe es. Kommentare. Ich könnte den ganzen Tag Kommentare beantworten. Ich weiß auch nicht. Ja. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, einfach fragen. Und dann bleibt gesund oder werdet gesund, falls ihr auch krank seid. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.